Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Videoprojekt. Ein episches Filmprojekt, wo ich euch jetzt hin mitnehme. Und ich weiß, ich benutze gerne das Wort episch inflationär. Aber ich glaube, dieses Filmprojekt hat dieses Wort wahrlich verdient. Ralf Möller ist am Start, Christopher Cohn, Mola Adebisi, Alona Hertha und das Stuntteam von Alarm für Cobra 11. Und das sind nur einige, die mich bei meinem neuen Projekt unterstützt haben. Ein Trailer-Dreh im Stil von Fast and Furious und The Purge. Auf geht's. Sind wir nicht eine großartige Familie? Du hast mir nie gesagt, dass dein Vater der Gladiator ist. Fahren wir ein Rennen! Ja! Dann los. Nicht schlecht, Kleiner. Nicht schlecht reicht nicht. Hallo, Sonnenschein. Das war so ein kleiner Teaser aus dem kommenden Trailer. Ich nehme euch jetzt mit zum Behind the Scenes. Der Drehtag liegt frisch hinter mir. Wir haben vorgestern gedreht und ich möchte einfach die Eindrücke dieses Drehtags möglichst authentisch vermitteln. So, der Master of Disaster ist da. So ist er. Finde ich klasse, dass du da bist. Richtig super. Ey. Nach Spielberg, der zweitwichtigste Produzent und Regisseur. Fängt ja schon gut an. Wir haben uns überlegt, wir drehen diesen Trailer an einem Tag auf einem riesigen Areal einer Betonfabrik, der Betonfabrik Potthoff. Diese befindet sich hier direkt neben meinem Filmstudio, insofern der ideale Drehort für uns. Dort haben wir Platz für coole Rennszenen, für coole Fast and Furious Action. Der Drehtag war angesetzt für einen Mittwoch. Und zwar gestartet sind wir nachmittags um 1 mit den ersten Aufnahmen hier im Filmstudio. Und zwar Tonaufnahmen mit Hollywood-Star Ralf Möller, der diesen Voice-Over für unseren Trailer liefern sollte. Größeres? Ja, ich habe versucht, aber ich habe nichts Größeres gefunden. Warte mal, genau. Fahren wir ein Rennen! Man kann die Wunden der Vergangenheit nicht heilen, indem man sich vor ihnen versteckt. Es kommt der Tag, da muss man ihnen ins Auge blicken. Diese Aufnahmen waren sehr schnell im Kasten und weiter ging's mit den typischen Familientischszenen. Diese haben wir hier auch direkt bei uns am Arctis Beach gedreht. Wer ist denn alles in dieser Szene mit? Vielleicht kommst du einfach nur so und setzt dich dann dazu oder so, dass ein bisschen Bewegung ist vielleicht. Ja. Oder so, ne? Ich komme von hier unten hoch. Ja, würde ich sagen. Die Dekoration auf dem Tisch sah für mich noch etwas zu unbenutzt aus. Halb leer, hat er gesagt. Hier haben wir dann auch unsere extra angefertigten Akkreditierungskarten ausgeteilt, um später in dem Gewusel den Überblick zu behalten, wer gehört zum Team und wer nicht. Das war die perfekte Gelegenheit, um sich erstmal am Drehtag einzugrooven. Wir hatten ein kleines Team, es waren nur ein paar Leute am Set, wir hatten noch keine Zuschauer, also perfekt, um die Shots durchzuführen. So musst du den, ich weiß auch mit zwei Leuten, weil es so windig ist. Also den Diffuser halten wir dann drauf, dass wir, genau, dann können wir nämlich so ein bisschen softeres Licht machen. Ich würde sagen, haben wir nicht eine großartige Fassung? Wir hatten mit dem Wetter nicht so wirklich Glück. Wir hatten einen krassen Mix aus Sonne und Wolken. Quasi im Minutentakt hatten wir knallige Sonne, plötzlich schoben sich wieder Wolken ins Bild und ich hatte wirklich mit der Belichtung zu kämpfen. Oftmals war es so, dass während einer laufenden Szene sich das Licht geändert hat. Ein schnell verstellbarer, variabler ND-Filter war also Pflicht an diesem Drehtag. Hinzu kam noch ein sehr starker Wind und zudem noch eine relativ laute Geräuschkulisse hier im Gewerbegebiet. Deswegen haben wir auch bei den Tonaufnahmen mit einer externen Tonangel gearbeitet. Die Tonangel haben wir zudem noch durch ein Windfell geschützt, die sogenannte tote Katze, um möglichst saubere Tonaufnahmen hinzubekommen. Auf meiner Kamera, ich habe gefilmt mit einer Sony FX3, hatte ich außerdem auch noch ein Mikrofon installiert. Sicher ist sicher, so hatten wir quasi immer zwei Tonaufnahmen. Auf ging's. Sind wir nicht eine großartige Familie? Du hast mir nie gesagt, dass dein Vater der Gladiator ist. Die Szene war im Kasten. Wir lagen gut in der Zeit. Dementsprechend ging es nach diesen erfolgreichen Familientischszenen dann weiter zur Betonfabrik Potthoff. Wie gesagt, nur so 200, 300 Meter von uns entfernt. Und dort haben wir dann die nächsten Szenen gedreht. Nach den ruhigen Szenen am Familientisch der Moment, als das erste Mal richtiges Fast and Furious Feeling aufkam. Ja, genau, weil da muss alles weg hier. Das sieht schon so gemütlich aus. 3. Das ist ein Kanal 3.
Was ein Gewusel hier. Also ich stehe jetzt hier auf unserem Hauptdrehort. Hier werden nachher um die 70 Autos stehen mit, keine Ahnung, 200 Leuten, die dann kommen und die Wagen fahren und einfach mitkommen. Alarm für Cobra 11 Team ist angekommen mit den Autos, fährt das Ganze ein. Ralf Möller sitzt gerade hinten im Trailer, gibt ein Interview und ja, Schaulustige sehe ich noch keine. Gut, das heißt, wir haben noch ein bisschen Ruhe für ein paar Tonaufnahmen. Weil die erste Drohne fliegt ja auch schon rum, also Spannung steigt. Es war schon ein eindrucksvoller Moment, als die Stuntautos ankamen und von Stuntman Karl Stück etwas eingefahren wurden. Dann lasse ich den warm laufen, lass mich kurz einweisen und dann sind wir dafür eigentlich. Wie lange brauchst du? Ja, wir lädt den jetzt ab, Viertelstunde 20 Minuten. Dann ist er ready. Genau, wir kommen auch sauber und räumen weg hier von der Firma. Und dann werden wir mal eine kurze Probefahrt machen. Da ich an diesem Drehtag unmöglich mit meinen Augen und Ohren überall gleichzeitig sein kann, unterstützt mich heute Christopher bei der Moderation. Okay, ich habe schon viele Sachen gemacht, ja, ich habe schon einige Sachen gedreht, aber wenn ich hier sehe, wie viele Leute hier heute stehen, das ist unfassbar. Und jetzt sehen wir, was hier noch alles noch passieren wird. Ein Filmset ist grundsätzlich nie klein. Heute, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir haben. Ich glaube, wir haben hier, also vom Gefühl her, ich zähle mal kurz 1, 2, 3. Also wir haben bestimmt 50 bis 100 Leute gerade. Ich weiß gar nicht, was die alle hier für eine Aufgabe haben. Wir gehen einfach mal hin und fragen mal. Wir fragen mal. Oh, hier haben wir die ersten Leute, die wir mal fragen können. Hallihallo. Hallihallo. Jetzt ist genau super Timing. Super Timing hier. Making enemies, and there's a good chance that you may never leave. You feeling comfortable, you should never be. Cause I'm bringing pain if we should ever meet. Woo! Ich glaube, der Herr Potthoff findet das aber noch gar nicht so lustig. Das ist ein ganz harter Lach hier gerade. In Mitleidenschaft gezogen. Fahrszenen leben natürlich von dramatischen Perspektiven und dementsprechend hatten wir natürlich auch Drohnen und FPV-Piloten vor Ort. Klar, dass Christopher den Wagen auch mal selber fahren wollte. Christopher wird gerade schon eingewiesen. Ich sehe schon. Tschüss, Christopher, es war schön mit dir heute zu drehen. Bye, bye. Ich glaube, aus dem Auto kommt dann nicht mal eine raus. Okay, wir drehen jetzt hier eine Startszene. Alle Leute, die zu mir gehören, bitte zu mir. Und die anderen vielleicht ein bisschen weiter zurück, dass wir ein bisschen Platz haben. Ja, dann lass ihn mal. Ich glaube, dann fahren wir mal eine Runde, oder? Ja. Offenbar hatte sich unser Dreh jetzt etwas herumgesprochen. Wir hatten die ersten Zaungäste. Unser Drehprojekt erweckte auch im Vorfeld bereits Interesse bei der Presse. Der WDR war bereits vor Ort und RTL hatte sich auch noch angekündigt. Leider keine Zeit für lange Interviews, schließlich wollten wir hier noch einen Film drehen. Wir machen jetzt erstmal die Sprechszenen mit den. Ihr trefft euch ja jetzt zum Rennen, ne? Mikro näher. Sag mal, regnet das jetzt? Ja. Wo ist die Info? Regen ist geil. Regen ist super. Mit unten bitte. Wo ist denn dein Auto? Na hier, Kleiner. Elektro fahre ich normalerweise nur auf der Kirmes. Heute wirst du das Auto von hinten kennenlernen. Super, einen letzten noch, den fand ich richtig gut. Den finde ich richtig gut. Nicht schlecht, Kleiner. Nicht schlecht reicht nicht. Keine Ahnung, worum es geht. Irgend so ein fettes Ding. Schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Gottschalk. Herzlich willkommen zu Wetten, dass. Wir haben heute ganz viele Wetten und zwar, wie viele Leute gucken gerade? 3. Dammit, RTL ist auch überall. Nicht schlecht, Kleiner. Rainer hat gesagt, ich soll ihn heute in Ruhe lassen, während er dreht. Machen wir natürlich nicht, wir gehen mal hin und fragen, was er macht. Rainer! Hallo, komm, wir gehen mal hin. Rainer, was machst du hier? Hm? Was habt ihr?
Was habt ihr hier gerade gemacht? Wir wollten gerade eine Aufnahme machen, aber ich habe festgestellt, dass die Speicherkarte voll ist. Wir hatten noch 2 Minuten Speicherkarten und ich muss jetzt mal eben wechseln. Also, wir sind hier offensichtlich professionell richtig gut ausgestattet. Wir haben noch 2 Minuten und wir haben noch, wie lange? 5 Drehstunden. Schaffen wir das? Locker. Locker. Während wir im hinteren Bereich des Betonwerkes drehten, füllte sich im vorderen Bereich langsam der Platz mit Tuningkarren. Und es kam viel mehr, als wir erwartet hatten. Sensationell. Wir drehen jetzt hier nur eine Szene, eine Rennszene, und dann gehen wir rüber auf den Hauptplatz und drehen da die Szenen in der Menge. Und ich glaube, das wird der Wahnsinn. Also ich mache das seit 18 Jahren. Ich habe noch nie so ein Set gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Es ist der Wahnsinn. Jetzt wurde es so richtig voll. Rund um das Gewerbegebiet entstand ein Verkehrschaos und es kamen immer mehr Menschen zum Set. Hunderte. Ach, was sage ich, letztlich waren es über 1000 Menschen vor Ort. Mein bisher mit Abstand größtes Filmset. Für unsere Darsteller hatten wir noch einen eigenen Trailer auf den Hof gestellt und das war auch wirklich nötig, dass diese sich mal zurückziehen konnten und nicht die ganze Zeit in der Fanmenge baden mussten. Einmal reinsetzen und einmal Gas geben und Gang rein. Geil. Nochmal die Hand, finde ich super. Okay. Und bitte. Du hast keine Chance gegen mich. Ich vielleicht nicht. Ja, war sensationell. So gut kann ich. Ja, war richtig gut. Ich bin happy. Jetzt darfst du auch nochmal. Mach dir nochmal. Klemmbrett. So, nächste Szene im Kasten. Ich glaube, wir hängen jetzt noch so eine Dreiviertelstunde tatsächlich hinterher. Aber ne, wie gut, dass wir ein bisschen Luft eingeplant haben. Weil eigentlich wollten wir um 16.30 Uhr schon durch die Halle fahren. Wir haben jetzt 17.30 Uhr. Also wir hängen eine Stunde hinterher. Ja, das wird noch sportlich. So, wir machen jetzt hier die Startszene. Mein iPhone 14 Pro Max wird jetzt geopfert für einen spektakulären Shot. Ich werde jetzt im Action-Mode filmen, in der Bildstabilisierung, und zwar weitwinklig, genau. Und versuche jetzt einfach mal, den startenden Autos hinterher zu fahren. So, so ist der Plan. Dass da irgendwie bei der Fahrt was runterfliegt. Es ist sowieso generell schwierig, Autoszenen zu drehen. Wir hatten ein entsprechendes Rig am Auto, um erstmal die Kamera stabil aufzubauen. Jetzt könnten wir noch einen Gimbal draufsetzen, aber das haben wir uns gespart, weil mir war nicht wirklich wohl dabei, noch einen Gimbal draufzusetzen und dann meine Sony FX3 Kamera, weil Fast and Furious Cars fahren ja nicht nur einfach so durch die Gegend, wie bei normalen Carshots, da fährt man dann in gemütlicher Geschwindigkeit durch die Gegend und filmt sich dann entsprechend. Hier war richtig Action und Speed am Start. Das heißt, die Cobra 11 Leute haben wirklich alles gegeben und hier wirkten entsprechende G-Kräfte auf die Autos. Und daher habe ich mich da so ein bisschen für die Safety-Variante entschieden und hoffe einfach mal, dass man in der nachträglichen Bildstabilisierung hier noch einiges retten kann. Außerdem gibt es ja zur Not immer noch das iPhone mit dem Action-Mode. Da sollte auf jeden Fall alles stabilisiert sein. Ja, ich bin noch da.
Okay, Kamera läuft. Wir gehen in Position. Und dann geht's los. Die Szenen waren im Kasten. Zeit für eine kurze Verschnaufpause und ein Interview für RTL. Wir haben Baywatch gemacht, wir haben Cyborg gemacht, also wir haben schon so ein paar gemeinsame Projekte zusammen durchgeführt. Und das Schöne ist, das Motto heißt, erstmal machen. Genau. Nicht reden, sondern einfach erstmal ausprobieren und einfach mal nicht so bange sein und einfach mal rangehen und die Sachen machen. Mit fortschreitender Stunde wurde es immer voller auf dem Platz. Wir hatten zahlreiche coole Tuningkarren, Amis, Japaner und auch den einen oder anderen Lamborghini oder Ferrari. Wir hatten etwas Probleme, den Überblick zu behalten. Jetzt mal ehrlich, Rainer, wie spät haben wir's? Wir haben es 10 nach 8. 10 nach 8. Wie geht's dir? Ja, ich bin fertig, aber es läuft alles nach Plan. Insofern super, aber es sind Menschen ohne Ende. Wir drehen jetzt eine Szene mit Ralf Möller. Ich stelle jetzt hier die Fragen. Okay. Sag mal, bist du nicht... Also du, das muss doch in dir... Ich habe gerade für RTL ein Interview gegeben und habe dich in den Himmel gelobt, weil das ohne Scheiß, guck dir das mal an, was du hier... Das ist, du musst doch vor Stolz platzen. Ja, das realisiere ich heute gar nicht. Das ist ja wie ein Film heute. Ne? Es läuft alles so ab, das habe ich erst in den nächsten Tagen. Ne? Und du weißt ja, vor Stolz platzen ist nicht das nächste Projekt. Ne? Nach dem Projekt sind wir wieder vor dem Projekt und wir haben ja schon die nächsten Ideen. Aber erstmal Piano, nicht mehr sowas. Es ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Also was machen wir jetzt als nächstes? Wir drehen die Szene, wo Ralf Möller in der Menge steht und schreit, fahren wir ein Rennen. Und alle jubeln, hoffentlich. So ihr Lieben, wo sind die ganzen Partyleute? Einfach mal hier zu mir, wo die Hand leuchtet. Einfach hier hin. Los! 1989, mein erster Film war damals mit Götz-George. Oder 88 war der. Eine kurze Szene, aber die haben sie immer wieder gezeigt. Wo ich einen Apfel reinbeiß, ihn hochhebe und dann gab es natürlich, was soll man machen, links und rechts einen auf die Rübe. Und heute hier bei dem Dreh, ne, vom Rainer Wolf, Fast and the Furious, wir sagen dann den Satz. Fahren wir ein Rennen und wir ein Rennen. Alle fahren wir ein Rennen! Ja! Im Vorfeld des Drehs hatten wir uns schon überlegt, kein festes Basecamp zu nehmen, wo wir unser ganzes Equipment lagern, weil das Areal einfach so riesig ist und wir uns sowieso immer von einem Punkt zum nächsten fortbewegt haben. Dementsprechend hatten wir uns einen Van organisiert, wo das ganze Equipment gelagert wurde und wo auch ständig immer eine Person am Wagen ist, um einfach darauf aufzupassen. Bei so vielen Leuten und so teurem Equipment muss man einfach mal sehen, dass da nichts wegkommt und deswegen auch hier gilt Safety First. Das war allerdings gleichzeitig aber auch ein Problem, denn da dieser Van ja auch sich immer weiter bewegte über den Platz und wusste der ein oder andere von meinem Team plötzlich nicht mehr, wo ist jetzt der Van, wo muss ich hin? Und dann wurde es irgendwann echt wuselig. Und ich muss auch sagen, es gab so 2, 3 Punkte, da habe ich den Überblick verloren. Mittlerweile hingen wir auch so 1,5 Stunden unserem Drehplan hinterher. Nee, die lassen einfach fallen. Im Film lassen die es fallen. Die Sonne senkte sich dem Horizont entgegen und wir näherten uns der goldenen Stunde. Der perfekte Zeitpunkt für coole, epische Filmaufnahmen. Der ideale Zeitpunkt auch für den Auftritt unseres Bösewichts, der sich natürlich stilvoll in einer Stretch-Limo vorfahren ließ. Lass die Spiele beginnen! Schau dir das an. Dachtest du etwa, hier geht es nur um Autos? Lass die Spiele beginnen! Auf meiner Shotlist standen nun einige Autoszenen.
Yeah, you've been dancing with the devil. And you know when it settles. It's only pain and grief when you're living lawless. We only chase it if the chance of proof is flawless. We keep our eyes on the weak, they know that they targets. Hunting for goodwill, we ain't looking for bargains. And you should say a prayer, ain't nobody praying for you. Cause if I want it, then it's mine, that's what I'm saying to you. If you faint hearted, you better leave. You try and cross me, then you dead to me. Cause I'm in the business of making enemies. And there's a good chance that you may never leave. You feeling comfortable, you should never be. Cause I'm bringing pain if we should ever meet. Tonight you should really find a lifeline. Outlaws come alive in the nighttime. Natürlich läuft nicht immer alles glatt bei einem Filmprojekt, vor allem nicht bei einem Projekt dieser Größe. Schnell hatten wir ein kleines Zeitproblem und hingen unserem Drehplan hinterher. Kurzerhand mussten wir daher den Drehplan etwas zusammenstreichen und nach hinten hinaus ein paar Szenen über Bord werfen. Schade um die zahlreichen Darsteller und Statisten, die sich extra in Schale geworfen hatten für ihren Auftritt. Aber mehr war an diesem Tag einfach nicht möglich. Ich bin deutlich an meine Grenzen gegangen und zum Teil auch darüber hinaus. Ich bin nur, weil ich mich ausruhen will, nicht weil ich eine geile Kameraposition suche. Dennoch bin ich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Während wir hier auf dem großen Platz die einzelnen Rennszenen gefilmt haben, bereiteten sich unsere Kämpfer in einem hinteren Areal vor auf ihren Auftritt. Geplant war eine kurze, knackige Kampfchoreo, die eingeübt wurde von unserem Kampfchoreografen Quan. Ich war schon etwas über die Härte dieser Choreo erschrocken. Ich war ja beim Training nicht dabei. Der härteste Christopher Kohn aller Zeiten. Moin! Klasse, dass ihr wieder mitmacht. Ich hatte noch ein paar Nachtrennszenen geplant durch eine Waschhalle und außerdem hätte ich sowieso gerne ein paar Reflexionen auf der Straße. Daher haben wir kurzerhand die Feuerwehr gerufen, die dafür gesorgt hat, das ganze Areal kräftig unter Wasser zu setzen. Unbeachtet von der großen Menge bereiteten sich zu diesem Zeitpunkt bereits etliche Komparsen für ihren Auftritt als Purger vor. Wie mache ich andere Menschen noch schöner, als sie hässlich sind? Unser Trailer war ja schließlich eine Mischung aus Fast and Furious und The Purge. Viele Purger hatten eine weite Anreise hinter sich und haben viel Zeit in ihre Requisiten gesteckt. Und dementsprechend warteten sie natürlich fieberhaft auf ihren Auftritt, der sich an diesem Drehtag doch deutlich nach hinten verschoben hat. Wir haben das Licht von etlichen Betonmischern angemacht, um das Szenario zu beleuchten und dann haben wir die Fläche nass gemacht. Alleine dieses Szenario sieht auch schon episch aus.
du liegst jetzt hier quasi im Matsch, dann kommt das Perch Girl und dann sieht man ja nur, wie gesagt, so schnelle Kampfschnitt. Das heißt, du raffst dich dann doch noch auf. Das ist eine normale Geschwindigkeit, um mich hinzusetzen. Und dann guckst du einfach so genau und ich hab dich so im. Ja, so ist geil. So, okay. So, Ruhe am Set! Jetzt können wir. Dann hatten wir irgendwann um 1 Uhr Drehschluss und wir waren alle froh und glücklich, diesen Drehtag abgeschlossen zu haben und vor allem so gut durchgezogen zu haben. An dieser Stelle muss ich mich jetzt einfach mal bedanken bei meinem ganzen Wahnsinnsteam. Über 100 Leute haben hinter den Kulissen dafür gesorgt, dass dieser Drehtag ein Erfolg wird. Wahnsinn. Ganz lieben Dank an alle, die mich bei diesem Projekt so toll unterstützt haben. Ich kann sie hier gar nicht einzeln aufführen. An die Behind-the-Scenes-Filme, an die Set-Fotografen, an die ganzen Organisatoren, die Darsteller, die Kämpfer, die Perch-Leute, die ganzen Einweiser, das Cobra-11-Team und alle viele mehr, die mir bei diesem Projekt geholfen haben, dass es das geworden ist, was es geworden ist. Ein ganz besonderes Dankeschön geht natürlich an die Firma Potthoff, die diesen Spaß mitgemacht hat und uns ihr Areal zur Verfügung gestellt hat. Danke. Wenn du noch mehr von diesem Projekt und unseren Behind-the-Scenes-Aufnahmen sehen willst, dann schau mal auf wolfilms.de. Dort findest du den Zugang zur Wolfilms Academy, die ultimative Online-Filmschule für alle Filmanfänger, vom Anfänger zum Pro. Egal, ob du mit einem Smartphone filmst oder einer professionellen Kamera. Ich nehme dich da mit in zahlreichen Videotutorials und erkläre dir Schritt für Schritt, wie du selbst professioneller Filmemacher werden kannst. Da sind mittlerweile über 500, ich glaube fast schon 600 Videos online zu finden. Du zahlst einen einmaligen Betrag und hast dann eine lebenslange Mitgliedschaft für alle Projekte, die wir bereits umgesetzt haben und die dann auch kommen werden. Und es werden noch einige kommen. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Ich habe mich total gefreut, dieses Projekt umsetzen zu können und euch dorthin mitzunehmen. Und jetzt gebt mir nochmal euer Feedback. An welches Filmprojekt soll ich mich als nächstes ranmachen? Ich bin sehr gespannt. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, euer Rainer. Ciao. Okay, aber das nächste Filmprojekt wird eine Nummer kleiner.